So, hier ist ein ganz normaler HF-Detektor oder Mikrowellendetektor, wie auch immer man das Teil bezeichnet. Aufgebaut mit der Watt-62 Diode, 3x 1 Nanofarad Kondensator und einmal 10 Mikrofarad und einmal 1 Mikrofarad. Dazu zwischen dem Messgerät ein Megaohm Widerstand und ein Nanofarad Kondensator davor geschaltet und dahinter die anderen Bauteile. Hier kann man auch sehen, dass es etwas langsamer geht als in Realtime-Modus beim WLAN. Einfach ganz simpel aufgebaut und es funktioniert. Maximum war 67 cm vom Modem entfernt, ohne Verstärker, einfach nur über die Diode bei 62. So, hier sieht man jetzt einen ganz normalen Otto Normal Satzfinder, den ich Plus und Minus, also 9 Volt angeschlossen habe. Dazu habe ich dann zwei Loops gemacht, 25 cm. Einmal eine Seele, einmal eine Masse. Dazwischen eine 1SS86 Diode. Dazu ein Nanofarad Kondensator geschaltet. Man sieht also die Echtzeit des WLAN-Signals, weil jetzt kein 10 Mikrofarad Kondensator dazwischen ist. Dann wird es sich ein bisschen verlangsamen, wie man das hier unten sieht. Man kann natürlich jetzt noch eine andere Antenne dran machen oder diverse Bauteile austauschen, vielleicht die Watt-62 reinsetzen. Weil das Ding hat ja schon einen Dezibel-Verstärker, hier so ein Verstärker. Den kann man auch runterdrehen ein bisschen. Ups. Sieht das Signal wieder anders aus. Aber als Vergleich. Arbeitet. Man sieht jetzt, dass die Watt-62 an einer normalen Loop wiederum anders arbeitet als dort. Aber es funktioniert. So, damit kann man auch Mikrowellen detektieren, DCT-Telefone, Amateurfunkgeräte, CB-Funkgeräte. So liegt auch alles daran, welche Antenne man dort einsetzt. Trotz angeblich der Frequenzbereich von 950 bis 2,1 Gigahertz geht, kann man trotzdem Funkgeräte testen. Die Frage ist nur, welche Antenne man davor setzen will. Dipol, Loop, Quad oder andere. Das spielt also keine Rolle in dem Fall, aber es funktioniert. Jetzt habe ich mal das DCT-Telefon kurz eingeschaltet. Wenn ich jetzt auf Senden gehen würde, aber trotzdem nicht sendet.
funktioniert noch immer. Wenn vielleicht ausgeht, müsste noch so ein Signalaufschlag kommen. Ich habe jetzt gerade gesehen, das ist Klack. Ausschalten. Und jetzt kommt noch mal eins, trotz es schon aus war, komischerweise. Nun ja, auf jeden Fall, es funktioniert. Simpler kann man nicht bauen, würde ich sagen. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat, der kann das halt auch alles verstärken. Und dann kann man mit auf WLAN und Mikrowellen Jagd gehen, wie auch immer. Das dazu. Simpel, einfach, gut. Aufgebaut ist dieser Sattfinder ganz einfach. Jeden Stecker da mal sehen und die Masse, da kommt Plus dran an die Seele und Mass kommt, Minus kommt an die Masse. 9 Volt Block, dann am Ausgang zum LMB hin halt die zwei Schleifen, Kondensator und die Diode. Aber im Prinzip kann man das auch ohne der Diode und den Kondensator empfangen, weil ich so herausgefunden habe. Das dazu. Viel Spaß beim Nachbauen. So, hier sieht man den aufgebauten Detektor. Man sieht hier die. Moment mal, ich zoome das mal ran. Ja. Da sieht man die Watt 62, ganz klein. Da sieht man sie. Wo ist sie? Dort. Dann ist da hier der ein Nano, ein Mega Ohm Widerstand zwischen den Messinstrument. Dann kommt hier links und rechts der 1 Nanofarad Kondensator. So sollte das eigentlich aufgebaut sein. Dann die Antenne. Und hier sind dann noch diese einmal ein Nano und nochmal ein Nano und die 11 Mikrofarad, sorry. Also einmal 10 und einmal ein Mikrofarad Kondensator. Und dann geht das hier zu den zu der BNC-Buchse. Das ist nur so provisorisch gemacht. Hier hatte ich noch so Bananenbuchsen drin. Zwei Stück, dass man noch separat Antennen anschließen kann für Versuchszwecke, was denn jetzt besser funktioniert. So sieht das dann einfach aus. Simpel und einfach und funktioniert. Würde man jetzt dann noch ein Feed zur Verstärkung des Signales hinzufügen, dann würde das Signal auch weiter zu empfangen sein. Also in dem Fall das Handysignal. Und das ist ja auch mein Ziel, unter anderem über irgendeinen Transistor, Leistungstransistor. Muss ich mal gucken, dass er nicht übersteuert wird, weil das Messinstrument bloß 10 Mikrofarad hat. Also bis 10 Mikrofarad. Und dann ist ja das Problem der Übersteuerung dazu.